Willkommen zurück zu Balance City. Das letzte Mal, das habe ich selbst gesehen, da gab es scheinbar keinen guten Ton. Und ja, man konnte die Sounds am Anfang nicht hören. Ja, das sind sie. Beruhigend. So, wir sind hier stehen geblieben und hier machen wir weiter. Dahin. Hey Bürgermeister, unsere Bürger möchten hier nicht mehr leben zwischen diesen Power-Stromplantagen. Was denkst du darüber, über das Tauschen von dem Haus und dem Office? Du musst die beiden Gebäude zerstören und am neuen Ort wieder bauen. Aha, gedrückt halten also. Und dann... So. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Ja, du hast Glück, dass du der Bürgermeister von dieser Schönheit geworden bist. Nichts steht im Weg, um weiterzukommen. Oh nein, was ist das? Ein großes Erdbeben. Zeit zu agieren. Baue eine Feuerwehrstation. Ja, ich weiß, ich muss löschen. So. Und da irgendwo war es auch noch. Los. Schneller. Schneller, schneller, schneller. So. Das Feuer ist weg. Ein Hospital bauen. Ups. Ja, okay. Jetzt die Polizeistation. Wenn Leute einen Aufstand starten, setze den Polizeihelikopter ein, um die Wütenden einzusammeln oder ähnliches. After all this mess,
nach all diesen bösen Sachen. Ja, wow, das war knapp, aber die Stadt steht immer noch. Guter Job, Bürgermeister. So, da bin ich wieder. Machen wir weiter mit den nächsten Challenges. Jetzt ist es Zeit, um mehr über die Sophisticated Blöcken herauszufinden. Wolkenkratzer. Okay. Wie Megablöcke entstehen Wolkenkratzer, wenn bestimmte Dinge richtig sind. Die Solarstromplantage wird saubere Luft garantieren und die Zugstation will die Chance, dass Blöcke erhöht die Chance, dass Blöcke evolvieren. So. um Megablöcke zu Wolkenkratzern zu machen, brauchen wir Fahrstühle direkt daneben. Bau einen Fahrstuhl neben jedem Megablock. So. Der Fahrstuhl erlaubt, dass Megablocks zu Wolkenkratzer werden. Hier auch ein. Da auch. Um zwei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Fail. Okay, fail. Was? Das war doch die Aufgabe, oder nicht? Oh nein. Okay, nochmal. Ja, bla 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 bla. So, da, da, da. So. Also hier einen hinbauen. Baue ich am besten nochmal hier einen hin. So. Super, mit einem Aufzug können Bewohner in den Wolkenkratzern arbeiten und zu leben. Lass uns ein Büro-Wolkenkratzer bauen. Du brauchst drei Büro-Megablocks übereinander. Ja, okay. Man kann ja auch zerstören. Echt das mal weg. Und das mal weg. So. Und? Ja. Großartig. Was für ein atemberaubender Wolkenkratzer. Ein Büro Wolkenkratzer kann bis zu 100 Jobs enthalten. Lass uns jetzt ein Häuser-Wolkenkratzer bauen. Ja, okay, ja. Genau dasselbe halt. Und da sind wir. Okay. Deine bürgermeisterlichen Erfahrungen sind unglaublich. Die Schrift ist echt zu schnell. Okay, ja, wir haben es zumindest geschafft.
Es ist Zeit, über deine Bürgermeister-Supermacht zu reden. Also genannt Power-Ups. Guck mal auf diese Stadt. Es ist remarkable. Es ist gut für die, aber für die Fakten ist die Energie ein bisschen zu wenig, glaube ich. Okay, ich habe den. Das ist viel zu schnell. Ja, okay, das sind Bewegungspower-Ups. In der oberen li linken Ecke. Da. Und dann einfach da drauf tippen. Okay, nehme einen Block, den du bewegen willst. Halte einen Block gedrückt, bis du ihn, den du nehmen willst, bis du einen Soundwarn hörst. Und jetzt nimm langsam den Kran und beweg den Block langsam. So, okay. War das jetzt gut? Nein, ich glaube nicht. Achte schon. So, dahin. Gut gemacht, die Energie ist jetzt besser verteilt. Jetzt müssen wir Energie zu den rechts oben, zu den Häusern rechts oben geben. Heavy Power-Ups. Okay. Irgendwelche Schwergewichte, um die Plattform für eine kurze Zeit super stabil zu machen. Oha, das war laut. Dann mach eine Powerplantage irgendwo hier hin. Hallo? Und jetzt? Kann ich da oben einen hinsetzen? Nein. Ist das? Oder das? So, okay. Ich glaube nicht, dass das geplant war. Ja, okay, soll noch eins hier hin machen? Okay, da gibt es noch zwei weitere Power-Ups, aber die zeige ich dir später. Ach du Schande. Der Bürgermeister dieser Stadt hat ein paar wichtige Sachen vergessen, wie zum Beispiel Elektrizität. Übrigens, komische Idee. Er hat diese große Stadt gebaut, ohne eine Power-Energie-Quelle. Wie du sehen kannst, ist niemand in diese Party mit Kerzenlicht gegangen. Dein Job heute ist, dass alle Häuser und, ach du Schande, Gebäude Energie haben. Oh mein Gott, wie viel ist das? Das hat schon mal gereicht. Kann ich da eins hinstellen? Und, oh, Mist. Dahin?
Ah, ich kann. Oh, ich kann Windturbinen bauen. Ja, die können saubere Energie machen, aber halt nur sehr wenig. Oh. Die haben hier keinen Job. Ist das so geplant? Ganz viele. Okay. Mist. Nein, die fallen alle runter. Hier oben drauf. So. Das noch. Das noch. Hier noch eins. Da oben noch eins. Noch eins. Okay. Ja, das ist egal. Gratulation und jetzt kannst du auch die Windkraftwerke nutzen. Okay, das ist dann jetzt die letzte Challenge. Diese Stadt braucht deine Hilfe. Da ist so viel Luftverschmutzung von den Powerplantagen. Okay. Bäume können das nicht ändern. Du sollst diese alten Energieplantagen ändern zu einer neueren Solarplantage. Erstmal das hier, glaube ich. Dann das. Und dann das. Ach du Schande. Okay, eins hierhin, eins hierhin. Okay, es dürfen nicht andere Gebäude in der Nähe sein. Oder sie fangen an zu brennen. Ja, habe ich doch schon gemacht. Ich habe die doch schon entfernt. Hä? Das ist doch keine alte Powerplantage mehr. Hallo? Verkackt. Ich hab's verkackt, okay. Warte. Okay. Ich hab's verkackt. Wir sollten nur eine bauen. So, das reicht schon. Jetzt bau genau da das Ding da auf. Ja, okay. Ja, bla bla, so. So. Jetzt haben wir die Stadt wieder mit Energie befüttert. Gratulation, bla bla bla. So. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis bald.